Die Steirische Volkspartei lädt zur Sommertour. Zahlreiche Funktionärinnen und Funktionäre sind der Einladung von Landesparteiobmann Hermann Schützenhöfer zum Weingut Schneeberger gefolgt, um in entspannter Atmosphäre über die Zukunft der steirischen Gemeinden zu diskutieren. Die Zukunft der Gemeinden steht gut, weil wir ganz kleine, nicht mehr recht lebensfähige Einheiten zusammengeführt haben. Der überwiegende Teil hat mitgetan. Natürlich gibt es auch Widerstand, wenn man Strukturen nach 50 Jahren ändert. Wir möchten mit unseren Verantwortlichen vor Ort, mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, mit den Ortsparteiobfrauen und Ortsparteiobmännern einfach ins direkte Gespräch kommen, im Rahmen einer gemütlichen Jause und einfach wieder dieses Gemeinschaftsgefühl stärken. Nicht nur für ihre eigene Wahl im März, sondern dann auch im Herbst für die Landtagswahl und dass wir zusammengehören, dass wir gemeinsam stark sind. Um die Ortsparteien bei den kommenden Wahlen erfolgreich ans Ziel zu führen, sind auch entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dass wir gemeinsam an zukünftigen Erfolgen arbeiten und wir diese auch nur gemeinsam erreichen werden können, das ist unser Ziel. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen. Damit wir den jungen Menschen dieses Landes, die sich noch nicht wehren können, unsere Enkel und Enkelkinder, dass wir denen ein Stück Zukunft eröffnen und ihnen nicht nur Hypotheken hinterlassen. Deswegen habe ich immer wieder gesagt, das, was wir tun, kann im Einzelfall schmerzlich sein in dieser Reformpartnerschaft, aber es muss enkeltauglich sein, damit die Jungen nicht die Zeche zahlen für die Fehler, die wir gemacht haben. Ich denke, dass wir in den nächsten Monaten in allen neuen und bestehenden steirischen Gemeinden so gut aufgestellt sein werden, dass wir die Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr gut schlagen werden. Es herrscht Aufbruchstimmung in der Steirischen Volkspartei. Man ist zuversichtlich, bei den kommenden Wahlen als Nummer 1 durchs Ziel zu gehen, damit die Steiermark auch weiterhin auf einem sicheren Kurs ist.